Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In The Long Dark gab es am 12. Dezember, also schon fast anderthalb Monate her, die ganze Geschichte, ein Update für den Survival Mode. Ihr kennt mich, ich spiele ja größtenteils den Survival Mode bei The Long Dark und neben einer neuen Region namens Blackrock ist auch ein ganz besonderes Item dazugekommen, nämlich die ballistische Weste, die uns grandiosen Schutz vor Wildtieren bietet. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr am schnellsten rankommt. Als erstes einmal müsst ihr das Gefängnis finden, was aber nicht besonders schwierig ist, denn ihr braucht einfach nur die Straße finden, die durch die neue Region führt und so lange da entlang laufen, bis ihr an Wegweiser kommt. Die führen entweder in die Richtung Mine oder in die Richtung Gefängnis. Und logischerweise folgt ihr dem Gefängnis. Und hier in der Pforte solltet ihr euch schon mal ein paar Fackeln, also mindestens mal zwei Fackeln zur Sicherheit rauslassen aus dem guten Ofen, denn wir müssen auch durch eine ja, etwas dunklere Gegend. Und wenn wir das erledigt haben, sicher ist sicher, ich nehme noch mal eine mit, ne? Naja, komm, eine geht schon noch. Denn unter dem Gefängnis, nur so nebenbei, ist auch noch ein ziemlicher Irrgang an Wartungsschächten. Und da sind Fackeln besonders gut. Also, wir betreten den Innenhof des Gefängnisses und halten uns gleich mal rechts, lang der Mauer bis zu dem Tor. Durch das Tor durch. Dann an dem Pickup rechts. Der Weg ist eigentlich größtenteils vorgegeben, aber es gibt ein paar Abzweigungen, da könnte man falsch gehen. Wir laufen hier dann vor dem nächsten Pickup links geradeaus durch. Dann sind wir quasi wieder im Außenbereich mit der eingestürzten Mauer. Und dann hier durch an der kompletten Außenwand entlang. Wundert euch nicht, ich habe die Wildtiere nur für diesen ja, Demonstrationszweck für das Video auf Flucht geschaltet. Das heißt, die greifen mich nicht an. Wenn ihr hier durch seid, dann haltet euch an der Mauer durch den Mauerdurchbruch. Hier werden wahrscheinlich die ersten Wölfe auf uns lauern. Aber wie gesagt, ich habe die ja mal auf Friendly Mode geschaltet. So, hier in den Käfig nach rechts. Um die Ecke, da kommt der erste. Da kommt der erste Wolf, aber er haut natürlich schon wieder ab. So, und hier in den Käfig rein. Also wenn ihr es auf richtig spielt mit Wildtieren, dann macht er am besten hier den Käfig zu, dann seid ihr erstmal auf der sicheren Seite. Und dann hier an dem Seil hoch. Ist natürlich wichtig, dass ihr nicht allzu viel Gewicht dabei habt, sonst kommt ihr da gar nicht hoch. So, jetzt sind wir eigentlich schon fast da. Wie gesagt, der Weg hier ist vorgegeben, das heißt, wir können hier eigentlich gar nicht falsch gehen. Hier halten wir uns links. Dieses ganze neue Gebäude oder Gebiet ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut gemacht. Auch hier das Gefängnis, da gibt es unzählige Sachen zu entdecken, aber mir ging es jetzt einfach nur darum zu demonstrieren, wie ihr an die Weste kommt. So, hier oben in das Gebäude rein. Dann hier Tür auf und ins Treppenhaus. Und ab hier brauchen wir dann auch schon mal die Fackel. Weil ihr seht, stockduster. So. Und das Ganze ist natürlich so labyrinthmäßig. Es gibt einen Haufen Zeug einzusammeln, aber das lassen wir jetzt alles links liegen. Wir werfen nur kurz einen Blick überall rein und ich zeige euch dann, wie es weitergeht. Man kann das hier auch sehr leicht übersehen, wo es weitergeht, aber gut, wer The Long Dark kennt, hier solche Sachen dürften dann relativ leicht zu entdecken sein. Also unter den Regalen durch, dann wieder eine Etage weiter runter. So, hier ja auch durch den Heizungsschacht oder Lüftungsschacht oder was auch immer das ist, Klimaschacht. Und dann nähern wir uns schon dem eigentlichen Zellentrakt. Einmal hier durch.
Dann hier nochmal durch das Eingestürzte. Hier unten ist ein ganz, ganz schmaler. Das hätte selbst ich fast übersehen. Obwohl ich es vom The Long Dark ja, wie gesagt, gewohnt bin, dass da solche winzigen Dinger zum Durchquetschen sind. So, und jetzt sind wir schon ganz nah da. Im Zellentrakt nehmen wir den rechten Flügel und laufen bis zum Ende durch. Und dort am Ende des Ganges ist eine Leiche und neben der Leiche liegt die ballistische Weste. Die Weste ist natürlich zweischneidiges Schwert. Die wiegt 6 Kilo. Ja, also sprinten wird damit mit Gepäck sehr, sehr schwer. Aber sie bietet natürlich guten Schutz gegen Elche, Bären, Wölfe, whatever. Ja, müsst ihr natürlich wissen, ob ihr dafür 6 Kilo mehr mit euch rumschleppen wollt oder nicht. Ich persönlich habe sie bisher nicht gebraucht und ich werde sie auch zukünftig nicht brauchen. Aber wer sie braucht, weiß jetzt, wie er am schnellsten an sie rankommt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Wenn es euch gefallen hat oder gar geholfen hat, dann lasst mir doch ein Like da und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos oder einem meiner nächsten Livestreams. Bis dahin, euer Ü40.